Jo, und damit sind wir zurück bei einem neuen Part. Und ich begrüße euch natürlich auch herzlich zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Echoes. Shadows of Valentia. Ja, wir werden heute zum dritten Mal den Kampf gegen den guten Bekut betreten. Denn beim ersten Mal haben wir ein bisschen verloren. Beim zweiten Mal ist das Spiel abgestürzt. Mal gucken, was hier heute passiert. Das ist mal wieder der nächste Grund, wieso ich dieses Spiel oder diesen Kampf nochmal starten darf. Wir werden es sehen. Gut, ich habe eigentlich mittlerweile, glaube ich, gefühlt schon alles gesagt, was es zu sagen gibt bei diesem Gefecht hier gegen den guten Freund. Was ich sagen kann, ist, das wird ein ziemlich böses Gefecht werden. Aber gut, ne? Ich werde mich wohl dem stellen müssen. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich werde gucken, dass ich das jetzt so mache wie beim letzten Mal auch. Du rufst wieder deine Freunde an. Auch wenn es leider diesmal nur zwei sind, aber gut. So, du gehst dahin. Python geht schon mal dahin. Und du nutzt Purgativ, um den zu heilen. Genau. Weil ich könnte ja auch mal gucken, die Ritter hier, die lasse ich erstmal. Diese drei Ritter hier, die lasse ich erstmal, würde ich sagen. Weil dann kann ich die erstmal schön, können die da schön erstmal bleiben, hier, die drei Ritter. Werde erstmal die anderen Freunde hier anlocken, was natürlich problematisch wird, wenn ständig auch Hexen kommen. Aber gut, was soll ich machen? Aber gut, wie gesagt, mir fällt gerade ein, ich habe ja auch noch diesen einen Bannpfeil, den soll ich vielleicht auch nutzen. Aber gut, okay, der trifft nicht und deswegen kriege ich auch diesmal, oh doch, kriegst du dann Critical Hit. Very nice. Very nice. Damit sollte der erste Freund wahrscheinlich schon mal besiegt sein. Gut, okay. Immer wieder drei Hexen. Das ist klar. Finde ich auch interessant, auch nett, dass sie da überhaupt keine Kaffee abgezogen kriegt. Also, ja, ne? Also, was bleibt mir da zu sagen? Ah, wobei, jetzt wird wahrscheinlich der die anlocken. Das gefällt mir weniger. Aber gut. So, dann würde ich erstmal sagen, wir kümmern uns... Wobei, ja gut, gegen die Hexen kann ich wenig machen, weil die teleportieren sich, ja... Gut, vor denen habe ich weniger Angst. Boah, die Musik ist schon wieder, ey. Die geht schon wieder sowas von ab hier. Das ist unfassbar. Oh, nicer Critical Foresight. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der war geil. Der war richtig geil, der Crit. Muss ich gestehen, der war richtig geil. So, kriege ich vielleicht den Freund da getroffen mit dem Bannpfeil? Oder warte mal, der war das mit dem Toten, ne? Mal gucken. So, also dann werde ich mit dir auf jeden Fall nochmal welche anrufen. Nochmal wieder welche anrufen. So, ich glaube eher nicht. Das ist mir aber auch zu riskant. Das werde ich nicht tun. Ich werde den dich hier hinstellen, wobei ich kann ja schon mal dich angreifen. Das wäre eine Idee. Oh, sogar ein Critical. Was geht denn jetzt hier ab hier? Nächster Critical. Very nice. Also, gerne so weiter. Gerne so weiter. Habe ich nichts gegen einzuwenden. So, und du setzt, nicht Stärkung, Purgativ ein. Weil so viel oft kann ich es jetzt auch nicht mehr einsetzen, weil sie hat jetzt auch nur noch 23 KP. Dass mal einer da durchkommt, dann wird's böse. Aber gut. So, was soll ich sagen? Der Kampf ist übel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich denke ja. Vor allem, weil jetzt ist es sowieso wieder alle heilen, aber okay. Okay, der setzt tot ein und der trifft. Natürlich. Natürlich. Aber gut. Ich denke mal, 17 sollte sie noch, wenn der Schleimtyp noch... Okay, er geht aber auf Tobin. Okay, das tut ein bisschen weh. Oder hat ein bisschen weh getan, aber gut. Okay, ja gut, vor den Mogal-Typen, vor diesen Mogal-Augen, da habe ich weniger die Angst, muss ich gestehen. Die habe ich echt weniger die Angst. Oh, ein Critical. Könnt gerne jetzt alles ablocken hier, meine kleinen Freunde. Okay, der geht darüber, okay. Okay, Teleport, das weiß nicht, wie mir das gefallen soll. Okay, wenigstens greift ihn an. Okay, der kann das noch halbwegs wegstecken. Okay, das ist schon mal sehr schön. Ihr könnt gerne auch auf die Hexen gehen. Am besten die Hexen und die anderen Magier. Das finde ich schön. Ja, oder so. Auch nochmal in den Weg stellen. Also das muss ich echt gestehen. Das finde ich am besten, wenn ihr auf die Hexen und die Magier geht. Das fände ich natürlich definitiv am besten hier. So, was machen wir jetzt? Also da muss ich mich natürlich jetzt erstmal abhauen hier. Okay, die kommt dahin.
würde ich jetzt erstmal sagen, du heilst die gute. Ja, du heilst die gute Claire. Und dann mit dem Ballistaspeer reicht das leider nicht aus. 67. Boah. Nee, ich werde den Ballistaspeer einsetzen. Yes, und das ist sogar auch ein Critical. Sehr schön. Damit ist der Todfreund hier auch weg. Sehr schön. Puh. Tolle Sache. Sehr, sehr schön. Das finde ich gut. So, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, wir setzen den Bannpfeil auf den Freund ein. Weil damit darf er dann erstmal seinen blöden Schleim nicht einsetzen. Was nämlich eine schöne Sache ist, dass der dann erstmal gestoppt ist für seinen, ja, das ist schon mal nämlich eine sehr, sehr schöne Sache, würde ich so sagen. Kriege ich die Hexe getroffen? Ich glaube nicht. Ich glaube eher gesagt nicht. Da will ich auch nicht hingehen. Warte mal, wie viel Schaden würde ich von denen kriegen? Zu viel. Zu viel Schaden würde ich von denen kriegen. Aber das würde ich auch nicht treffen. Deswegen, das tue ich eher nicht. Ich würde sagen, Tatiana, du setzt Stärkung, nicht Stärkung, Purgativ ein auf Tobin. Joa. Und dann muss ich mal gucken. Hier mache ich Seraphim. Ich glaube, ja. Ja, ich werde Seraphim einsetzen. Aber das reicht leider nicht, um den zu killen. Das reichte leider nicht. Das könnte aber, na, wenn du triffst. Und dass du triffst, das ist leider nicht immer so gegeben. Egal, dann würde ich jetzt erstmal sagen, dann, na, warte mal, das machen wir so, glaube ich. Warte mal, wie viel Verteidigung hat die Hexe? 4 nur. Ja gut, dann könnte ich mich aber auch in die Reichweite dieser Hexe stellen, ne? Ja, dann werde ich mich auch in die Reichweite dieser Hexe stellen. Ja, schon wieder so... Schon wieder so doof hier. Schon wieder ganz schön doof hier. Aber gut, ich kann ja nur von einem Maximum angegriffen werden. Ich glaube, dann lasse ich die Freunde hier sogar erstmal stehen hier. Die haben alle recht akzeptable Verteidigungswerte. Jetzt nicht die besten Verteidigungswerte, aber relativ gar nicht mal so schlecht. Ja, dann werde ich jetzt erstmal sagen, ich bleibe so. Wobei ich sagen würde, du hast ja keine... Dingsbums, da werde ich nochmal neue Freunde machen. Ja, werde ich nochmal neue Freunde hier mir holen, neue Freunde anrufen. Ja, werde ich mir nochmal neue Freunde hier herbeirufen. Ja. Ja, werde ich tun. Okay. Okay. Nächste Partie. Okay. Geht, wie gesagt, gerne auf die Freunde. Da habe ich nichts gegen einzuwenden. Okay, gut. Noch hat er 8. Das kann ich noch verkraften. So, geht wie gesagt gerne auf meine Illusionen. Das finde ich sehr, sehr schön, wenn ihr auf meine Illusionen erstmal geht. Doppelter Crit von beiden Seiten. Okay, jetzt muss ich mich nur um die Ritter kümmern, weil jetzt gehen sie auf die meine Illusionsfreunde. Aber die Reihen lichten sich schon. Also man merkt die... Oh, du gehst auf sie. Okay, 12. 68, nicht getroffen. Eieieiei, das war jetzt ein bisschen gefährlich. Aber okay. Ja, und wie gesagt, bitte killt die Hexen. Das finde ich sehr, sehr schön, wenn ihr die Hexen killt. Weil die gefallen mir nämlich hier gerade nicht. Der Rest, da werde ich schon irgendwie gucken, dass ich die kaputt kriege irgendwie, hoffe ich. Na, der ist weg. Aber der ist auch weg. Und dann kannst du nochmal auf den gehen. Na gut. Ja, gut. So, die kriegt nochmal eine Heilung. Das ist schön. So, ich werde definitiv nochmal den Bannpfeil nutzen. Auf den Freund, weil wenn der nichts machen kann, ist das eine schöne Sache. Und schön, dass es auch klappt die ganze Zeit. Wobei, treffe ich auch? Ja, okay, ich treffe. Sehr schön. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock auf den Freund. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, wie machen wir das jetzt? Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich würde sagen, du gehst mal dahin und mit deinem Königsschwert machst du eigentlich wenig. Vielleicht, aber die sollten eigentlich nicht treffen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die mich treffen dürften. Gut, ich mache natürlich keinen Schaden, aber naja, egal. Es ging mir jetzt nur darum, hier für ein bisschen Platz hier zu haben. Ein Seraphim einzusetzen hier. Damit dürfte ich auf jeden Fall einen killen. Dass ich sie gleich heilen werde, das ist klar. Das ist safe, das werde ich auch tun. Und sogar ein Critical, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön.
Okay, also ich habe langsam ein ziemlich gutes Gefühl, würde ich sagen. Aber noch ist hier nicht Schluss hier. Noch ist definitiv hier nicht Schluss. Wäre auch noch schöner. So, dann kann ich hier jetzt aber auch mal gucken, dich zu besiegen. Ja. Ja, doch. Vielleicht wird es ein Critical. Ja, es wird sogar ein Critical. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, Tobit. Nice Sache. Nice. Nice, nice, nice. Also so langsam aber sicher habe ich. So langsam aber sicher macht sich's hier. Ballista-Speer. Ich hoffe, das wird ein Critical. Ich hoffe, das wird ein Critical, dann ist der Instant weg. Yes, sir. Also ich habe langsam ein gutes Gefühl hier. Also jetzt wendet sich das Blatt. Hier, wir hatten so ein bisschen Probleme anfangs bei dieser Mission hier, aber jetzt wendet sich das Blatt, würde ich sagen. So, die stehen hier noch parat, dann würde ich sagen, wer kann da... Ach so, nur die Ritter, ja gut. Gehst du dahin? Und dann würde ich sagen, Tatiana setzt Purgativ, oder nee, wir setzen mit ihr Stärkung ein. Wobei, aber dann würde ich sagen, wir heilen jetzt noch Delthia. Das ist natürlich sehr wichtig. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier hin und setzen Stärkung ein. Ja, da setzen wir dann Stärkung ein. Heile ich dann eigentlich auch die anderen... Ach, ich heile sogar dann auch meine anderen Freunde. Ja, das ist natürlich auch eine coole Sache. Und dann würde ich natürlich gucken, dass ich sie jetzt erstmal aus der Schussbahn lege. Also hier... Anrufung? Ach, das darfst du jetzt auch machen. Hm, interessant. Das ist cool. Jetzt können wir jetzt uns eine Armee von Illusionskriegern auf die Beine stellen. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt so langsam die Schleimtypler, also die Mönche weg haben. Die Miasma-Schleim-Todfreunde. Und auch so langsam und auch die Dunkelkrieger, dass wir die auch weg haben. Okay, na gut, sie ruft natürlich neue Hexen, das ist klar. Aber okay. Wobei eine Illusion schon mal die erste Hexe schon wieder killt. Boah, sehen wir dann gleich zum ersten Mal, wie krass Renea angreift. Ich glaube ja, wir sehen dann zum ersten Mal, wie krass Renea angreifen wird. Oh Gott. Dem Illusionenfreund, der da im Weg steht, der tut mir leid. Der tut mir wirklich leid, muss ich sagen. Ja, wir werden zum ersten Mal sehen, wie wahrscheinlich Renea gleich angreifen wird. Oha. Ich sag schon mal gute Nacht. Ich sag schon mal wirklich, würde ich gestehen, gute Nacht. Genauso gute Nacht wie diesem Ritter hier. Hätte mich gefreut, wenn du zuerst getötet bist, aber okay. Sehr schön. Level up. So. Also jetzt muss ich nur noch gucken, halt jetzt noch die Freunde hier zu erledigen. Also ich denke mal, wie gesagt, die Freunde habe ich jetzt weniger die Sorge. Jetzt auch bei den restlichen hier noch. Du kannst ja mal wieder deinen Ballista-Speer einsetzen. Ja. Leider kein Critical, aber gut. Also wie gesagt, bei den Freunden habe ich jetzt definitiv weniger die Sorge. Was ich mehr die Sorge habe, das ist ganz klar, würde ich sagen. Das dürfte, nee, du setzt Seraphim ein, auch wenn er wahrscheinlich dann noch nicht sterben wird. Ach, der stirbt dann doch. Okay, alles klar, weil dann werde ich sie danach direkt heilen. Sehr schön. Ich werde dich natürlich heilen, Tatiana, das ist natürlich klar. Dich werde ich heilen. Das dürfte ja wohl klar sein. Also dann würden wir es ja vielleicht doch schaffen. Also ich muss jetzt aber auch gestehen, meine Strategie ist jetzt dann doch deutlich besser aufgegangen als beim letzten Mal. Das muss ich gestehen hier. So, ja gut. Ich hoffe mal, dass einer meiner Bögentreffer trifft. Wobei ich werde erstmal einem gucken, ob einem trifft. Sehr schön. Weil dann kann ich jetzt mit Python einen der Mogal-Typen natürlich angreifen. Dann kann ich natürlich den Mogal-Typen angreifen. Dieses Auge. Dann kann ich das Auge noch eliminieren. So. Also eigentlich muss ich jetzt nicht mehr so viel befürchten, muss ich gestehen. Das, was ich noch befürchten muss, das ist ganz klar. Renea und Berkut. Also die zwei, die muss ich noch befürchten. Der Rest eher nicht. Okay. Ja, wobei wir sehen, ja, aber sie machen... Der kleine Illusionsfreund hat doch gar nichts getan. Och, Berkut, sei doch nicht so böse. Och, Berkut.
Sei doch nicht gleich so böse und so angefressen. Der hat ja doch gar nichts getan, der kleine Illusionenfreund. Naja, aber gut. Nur langsam habe ich das Gefühl, dass sie mir jetzt gleich die ganzen Erfahrungspunkte wegnehmen. Aber ich finde es gut, dass sie die ganzen anderen Freunde hier eliminieren. Weil das macht es mir natürlich einfach, hier durchzukommen. So. Sehr schön. Boah, also wenn das so weitergeht, dann... oh Gott. Das wird ziemlich krass werden noch. Bin ich mal so, würde ich mal so sagen. Weil erst muss ich jetzt einen Weg finden, Renea zu besiegen. Und dann auch noch natürlich Bekut. Weil das Problem ist, ich kann Renea nur angreifen, aus der Ferne so ziemlich. Und dann muss ich auch noch was anderes hier gucken. So, ja, das können wir erstmal ja doch, das machen mit Seraphim. Das werde ich jetzt gleich auch erstmal versuchen, Renea mit einem Bannpfeil zu treffen. Weil dass ich zumindest nicht Magie einsetzen darf. Das werde ich jetzt erstmal versuchen. Ah, muss ich auch wohl ein bisschen weiter gleich gehen. Okay, gucken wir gleich mal. Dann könnt ihr schon mal weitergehen. Silk, du setzt nochmal Seraphim ein auf den Freund, damit der auch weg ist. Bumm. Sehr schön. So, und jetzt geht's los. Jetzt nur noch die zwei Freunde übrig. Jetzt wären nur noch die zwei Freunde übrig. Ich würde sagen, du darfst nochmal anrufen. 12 KP, das ist noch 15. Aber gut, da wird erstmal keiner hinkommen, würde ich sagen. Oh, du machst Pegasus-Einheiten. Pegasus-Ritter, okay. Auch eine coole Sache. Auch eine coole Sache. Gut, so, jetzt muss ich gucken hier. Das Problem ist, ich würde mich in diese Reichweite stellen. Das wäre die Reichweite... Nee, ist das die Reichweite der Falle oder ist das die Reichweite von Stärkung? Puh. Die Frage. Was hast du denn da so? Verteidigung. Ein Angriff von 34. Eieieiei. Boah. Ich weiß nicht, ob ich sie da treffen kann. Das ist leider das Problem. Genau die Reichweite, die auch der Bannpfeil geht. Aber gut, dann darf sie ja nicht Magie annutzen, wenn ich das so sehe. Und die Trefferrate. Die Trefferrate. ich warte erstmal noch. Ich warte erstmal noch. Die Trefferrate ist mir da leider für dieses Unterfangen dann da doch ein bisschen zu gering stehen. Okay, ja gut, ihr heilt euch, aber das bringt euch wenig ein. Oh Gott. Eieieiei, das wird ein Spaß. Ja, viel Spaß. Schaffst bestimmt Bekut zu schlagen. Ja, wow. Eieiei, na gut. Ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich hoffe, sie trifft. Kritrate 0. Mhm. Ja, ne? Okay, Bannpfeil. Shit, sie ist ausgewichen. Warte mal. Warte mal. Bumm. Haha, ich weiß doch, was ich mit Fähigkeiten hier anfangen muss. Nee. Ich gebe mir jetzt Zeit hier. Hauen die da die Illusionen weg, aber ich werde gleich neue machen. Ist ja klar. Auch wenn die wahrscheinlich da wenig machen können. Wenn die sich eher nur selber ausschalten. Aber gut, sie können ja mich nicht angreifen. Okay. Ich muss das nämlich treffen, weil sonst habe ich dazu zu viel Risiko. Oh, der trifft schon wieder nicht. Das kann doch nicht sein. Das muss treffen. Fähigkeit Stoß. Kostet mich ja zum Glück keinen und du darfst neue Freunde herstellen. Oder warte mal. Aber dann bin ich genau auch in der Reichweite von Bekut. Das will ich nicht. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Boah, alter Schwede, ist die Trefferrate so unfassbar gering. Alter Schwede. Naja gut, ich glaube, das Ziel ist ja, Bekut zu besiegen, ne? Ne, sämtliche Feinde. Ich muss auch sie besiegen. Oh Gott. Ach du Heiliger, wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, ja, ja, ne? Ja, wahrscheinlich habe ich nur mit einem eine Chance. So richtig, ne? Ja, so ziemlich eigentlich nur mit allem. Und dann muss ich ihn sofort heilen. Natürlich hoffen, dass ich treffe. Ist klar. Jetzt eigentlich mit der Fähigkeit aus. Ja, da treffe ich natürlich häufiger. Oh
Gott, ja, das wird krass werden. Also das muss ich ehrlich gestehen. Das wird ziemlich krass werden. Den Freund zu besiegen, das wird ein Spaß. Oder warte mal, ich versuche es. Ah nee, mit Magie komme ich da nicht so richtig dran. Wie sieht es mit dir aus? Auch nicht so wirklich. Also das wird übel werden. Das wird richtig übel werden. Also da habe ich noch keinen Plan, wie ich den besiegen soll. Aber gut, ich denke, das werden wir wohl im nächsten Part hier weiter fortführen. Also die anderen, die waren ja noch fast schon kindergartenmäßig, aber die Freunde, boah. Eieiei, ist das heftig hier. Das ist wirklich heftig, würde ich sagen. Das ist ja mal wirklich heftig hier. So, der Bannfall, der muss... Solange der Bannfall nicht trifft, werde ich sie nicht angreifen. Weil, wenn sie kontert mit irgendeinem Magieangriff, bin ich weg. Aber ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Weil, wie gesagt, ich kann ja auch hier. Also, das würde ich ja vielleicht auch noch machen mit dem Ballistaspeer. Aber ich... Man sieht ja, wie viel Trefferrate ich da habe. Das ist unfassbar. Was hat die denn eigentlich da? Oder ist das dieser Gebetsregen? Nee, das ist doch... Nee, Treffer und Ausfall. Lauffeuer. Mhm, das ist diese Fähigkeit, die sie da hat. Das ist unfassbar, ey. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Und Seraphim traue ich mich da auch nicht wirklich rein. Ich will mal kurz gucken hier. Ich stelle das mal kurz wieder ein. Alle Kampfanimationen anzeigen. Ich will das mal kurz wissen. Hier, warte mal. Ich werde jetzt erstmal wieder die andere Fähigkeit. Wobei kann ich nicht wohl. Anrufung. Wow. Didn't see that coming. Und du auch. Ich habe keine andere Wahl hier, wie ich das machen soll. Das ist unfassbar. Ich habe echt keine andere Wahl, fast schon, würde ich sagen. Okay, sie setzt Seraphim ein. Und haut erstmal einen Critical rein. Boah, das ist unfassbar hier. Das ist wirklich unfassbar hier. Bei ihm kann man natürlich auch nicht quitten. Was soll ich dazu sagen hier? Der ist zu krass. Der ist für meine Begriffe zu krass hier, der gute. Der gute Mister. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll hier. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich weiß es nicht. Aber gut, ich habe ja jetzt gesehen, sie werden sowieso erstmal auf die Form. Das kann man vergessen, ey. Meine Trefferrate ist so miserabel. Die ist noch miserabler. Warte mal, Python. Python, du gehst mal in die Nähe. Und ich gehe mal auf den Support. Dann habe ich 39 Trefferrate. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, an den Support noch zu denken zwischen den zwei Freunden. Ich treffe überhaupt nicht hier. Das ist unfassbar. Ich treffe überhaupt nicht hier. Ich treffe nicht im geringsten hier. I'm not sure about this. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Ja, das kann ich eigentlich auch vergessen. Das kann ich eigentlich auch so ziemlich vergessen. Auch wenn ich eine interessante Trefferrate habe, mit der man versuchen kann. Aber da ich ja direkt auch in der Reichweite von ihm hier stehe... Nein, lassen wir das sein. Das lassen wir dann erstmal direkt sein. Oh Gott, hier ist es unfassbar hier. Das ist unglaublich hier. Also gut, ich kann es natürlich mit meinen Rittern hier versuchen, denke ich mal, auch erstmal in die Nähe von ihm zu kommen. Aber was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen tatsächlich? Ich komme da nicht rein. Ich komme da echt zu dem nicht durch, weil das ist so übertrieben. Das ist so übertrieben, das ist unglaublich hier. Aber wenn ich schon sehe, allein wie er hier abgeht, also... Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, beim besten Willen hier nicht. Also,
Boah, nee, also beim besten Willen habe ich keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Boah. Boah. Kommst du denn fast hoch hier langsam? Kommt es mir hier fast hoch, muss ich schon fast sagen hier. Boah. Was soll ich machen hier? Mir fällt nicht ein, was ich hier noch machen soll. Mir fällt echt nicht mehr ein, was ich hier noch versuchen könnte, machen könnte. Mir fällt echt nichts mehr ein hier, was ich hier noch anstellen könnte. Ja, ihn. Wow. Ja, ich treffe ihn und mache einen Schaden. Ja, also das ist doch der absolute Wahnsinn. Irgendwie auch so langsam das Gefühl, ich kann sie gar nicht treffen, weil irgendwie steht da Pflaster 20 durchgestrichen. Was soll ich machen hier? Aber ich kann es nicht anders machen hier, weil, wie gesagt, wenn ich da direkt in die Reichweite gehe, dann bin ich tot. Ja, endlich mal ein Treffer immerhin, okay. Immerhin mal ein Treffer. Wow, ich bin überwältigt. Ja, was bleibt denn anderes übrig hier? Bleibt ein anderes. Ich muss irgendwann hoffen, dass ich treffe, weil anders habe ich nicht. Gut, mit Claire hat es ja jetzt gerade geklappt. Oder ist diese Fähigkeit so getrimmt, dass die überhaupt nicht treffen darf bei ihr? Also das Spiel macht ja manchmal so Sachen hier, da wo ich mich selber frage. Hier, ja, okay. Purgativ. Ja, mache ich erstmal auf dich. Ich bin total in der Überzahl. Es ist 10 gegen 2, aber ja, ich hätte nochmal vielleicht anrufen sollen, aber gut. Und das ist natürlich auch noch das Problem. Die werden jedes Mal geheilt, jede Runde. Aber ich werde vielleicht, wenn gleich mal der besiegt ist. Ich denke mal, der wird sie jetzt gleich selber besiegen. Ich werde mal gucken, wie das mit Gray klappt. Wie er beim Angriff ist. Will ich mal kurz ausprobieren. Ja, wobei, wenn der natürlich jetzt nicht wieder sich wieder im Weg stehen würde hier. Deswegen kann ich es schon wieder nicht ausprobieren, aber naja, ne? Ich habe nur wieder die Möglichkeit, weiter zu hoffen, dass ich irgendwann mal treffe. Aber, ja, ne? Man sieht, wie gut ich treffe und wie nicht ich treffe. Wie gesagt, mit 37 habe ich gerade getroffen. Mit 39 habe ich noch nie getroffen. Also, ich habe irgendwie langsam echt das Gefühl, dass ich diese Fähigkeit nicht einsetzen darf. Habe ich irgendwie langsam das Gefühl, ich darf diese Fähigkeit nicht bei ihr einsetzen, weil das geht immer daneben. Immer geht das daneben. So, ich werde jetzt erstmal keine erstellen. Keine Freunde erstellen, weil ich habe irgendwie echt langsam das Gefühl, wobei, ich habe ja auch noch Rettung, ne? Hast du nicht noch Rettung? Nee, Rettung hatte die andere. Kann ich dann auch nicht machen, weil sonst hätte ich gesagt, ja, nimmst du doch Rettung, dann rette ich ihn dann wieder. Aber leider habe ich das nicht, ey. Das trifft irgendwie immer komischerweise, das checke ich irgendwie nicht. Das checke ich irgendwie so gar nicht. Warte mal, ich greife mal normal an. Okay. Boah, wenn ich treffe da würde ich so viel Schaden machen, nur wie gesagt. Die Wahrscheinlichkeit zu treffen, die ist ja mal überhaupt gefühlt gar nicht vorhanden. Aber gut, wenn ich ständig den Ballistaspeer einsetze. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ja gut, wenn du musst treffen, das ist das Problem. Wenn du nicht triffst, dann kriegst du ordentlich rein. Das will ich eigentlich nicht. Nee. Ich muss sie schon. Oh. Das ist schon eigentlich killen, weil ich werde auch das mit allem nicht schaffen, den in einem Zug zu besiegen. Träumt weiter, dass ich den in einem Zug besiege, weil ich krieg da auch unfassbar viel Schaden reingeklatscht. Sieht es eigentlich mit dem Verteidigenden aus? Alter Schwede, ey. Alter Schwede, Vendetta. Nee. Höchstens vielleicht der Ritter. Der Rittertod! Das wäre natürlich auch noch eine Idee, wenn ich gerade dazu sehe. Der Rittertod. Den muss ich da auch nochmal ausprobieren, hier definitiv. Der Rittertod. Ja, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich, bis ich die zwei besiegt habe. Man merkt es vielleicht. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber gut, das will ich jetzt nur nochmal ausprobieren hier. 15 immer nochmal wieder Heilung. Oh, scheiße.
Glück nur einmal getroffen. Ich werde definitiv wieder Freunde erstellen. Definitiv. Ich werde definitiv wieder, kann ich sogar machen. Aber werde ich nicht machen. Okay, ich werde definitiv wieder Freunde herstellen. Ich werde definitiv wieder meine Freunde wieder herbeibringen. Weil ich sehe, das sollte ich nicht tun. Weil das ist nicht gerade so gesund für die gute Dame. Das ist definitiv nicht gesund. So, und du darfst auch nochmal sie heilen. So, jetzt will ich nochmal gucken. Wie viel würde ich denn mit dem Rittertod abziehen? Joa, tatsächlich gar nicht so schlecht. Sofern ich treffe. Aber er macht keinen Schaden. Also das sollte mit ihm und mit allem. Also die zwei wahrscheinlich. Der Rest... Gut, wenn ich einen Critical kriege, dann wäre das natürlich richtig cool, aber boah, wenn ich das nicht kriege. Naja, gut, ich habe die Chance zweimal. Soll ich das riskieren, wenn er in der nächsten. Wobei, ich könnte natürlich. Nee, erst in der nächsten Runde werde ich das riskieren. Erst in der nächsten Runde. Okay, jetzt kommen auch wieder Hexen. Na, super. Hätte ich vielleicht eher nicht tun sollen. Aber gut, ich werde jetzt mehr von den Freunden erstellen. Jetzt werde ich auch wieder ausschalten. Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Wir sind schon wieder schön lang über der Zeit. Deswegen würde ich sagen, beende ich gleich den Part. Hier, warte mal, kann ich das so? Nee, dann geht's noch langsamer vorbei. Nee. Ich sehe auch, ich darf gleich meinen 3DS aufladen. Das werde ich gleich tun, wenn der Zug vorbei ist. Und zwar jetzt. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.